Gut. Dann würde ich kurz eine Einführung machen. Ich bin gefragt worden, weil ich Jurist bin, wieso muss man sich in der Schweiz eigentlich an die Europäische Datenschutzgrundverordnung halten. Der Titel ist ein bisschen bewusst provokant. Wieso gilt die DSGVO in der Schweiz? Sie gilt in der Schweiz natürlich nicht. Weil wir sind ja nicht Mitglied von der EU und auch nicht vom EWR und haben uns nie verpflichtet, in der Schweiz die einzuhalten. Trotzdem müsste man sich zum Teil mindestens danach richten. Ich mache jetzt ganz kurz eine kleine juristische Einführung, wieso gelten Gesetze überhaupt an den verschiedenen Orten oder nicht, unter anderem eben die DSGVO. Wir rechnen, wenn wir daran denken, welche Gesetze gelten, geht es um einen Staat, der die Gesetze erlaubt. Der Staat hat ein Staatsgebiet, zum Beispiel von der Schweiz, ein Staatsvolk, das sind die Leute, die in der Schweiz sind, und eine Staatsgewalt, das ist etwas Wichtiges, wenn sich einer nicht an die Regeln hält, gibt es irgendeinen Mechanismus, um im Zweifel mit Gewalt die Regeln auch durchzusetzen. Zusätzlich braucht es eine Art eine völkerrechtliche Vertretung, damit andere Staaten einen anerkennen. Ich kann jetzt nicht hier finden, ich mache hier meinen Staat in diesem Zimmer, ich habe ein Gebiet, das Zimmer, ich habe ein Volk, das sind alle die, die jetzt hier sitzen, und Gewalt, die tue ich einfach ausüben. Das allein reicht noch nicht, sondern es muss auch gegenüber anderen Staaten im Prinzip anerkannt sein. Die Überlegung, wieso gilt jetzt die DSGVO in der Schweiz oder wieso man das annimmt, wir gehen automatisch in der heutigen Zeit vom Territorialitätsprinzip aus. Das heisst, jeder Staat bestimmt selber innerhalb von seinem Gebiet, welche Regeln gelten und eben nicht irgendwelche anderen Regeln. Historisch ist das nicht ganz so klar, dass das nur das Territorium ist, sondern es kann auch an der Person hängen. Früher zum Beispiel Kirchenrecht, wo in Staaten hineingegolten hat. Aber auch heute noch hat man zum Beispiel eine gewisse Immunität, wenn die USA irgendwo eine Armeebasis machen, dann definieren sie in einem Staatsvertrag, dass für die Soldaten den US-Recht gilt, obwohl sie in einem anderen Land sind. Jetzt kann der Staat für sich seine Regeln definieren. Es verbietet dem Staat aber niemand zu sagen, ich will die Regeln überall auf der ganzen Welt angewendet haben. Was das für eine Wirkung hat, ist eine andere Frage. Der Staat kann das grundsätzlich einmal sagen. Und zu der Unterscheidung, also ich kann meine Regeln auf der ganzen Welt angewendet haben oder ich kann das Resultat daraus auf der ganzen Welt angewendet haben. Also, wenn ich einen Kaufvertrag abschließe und hier einen Computer posten, dann soll das auf der ganzen Welt anerkannt sein, dass der Computer mir gehört. Wenn man über den Staat raus schaut, dann wird es ein bisschen schwieriger. Innerhalb des Staates haben wir gesagt, die Staatsgewalt, die kann schauen, dass die Regeln durchgesetzt werden. Oberhalb der Staaten gibt es aber nichts. Also, als einzelner Staat kann ich sagen, ich will meine Regeln angewendet haben, weltweit, aber ich habe keinen Mechanismus, um andere Staaten dazu zu zwingen, weil die sind unabhängig. Was aber möglich ist, zwischen den Staaten, man kann Regeln oder Resultate von Regeln gegenseitig anerkennen. Also die Schweiz kann selbstständig entscheiden, wenn einer mit einem Urteil aus Staat X kommt, dann gilt das auch in der Schweiz. Man kann Verträge zwischen den Staaten abschließen.
Also, dass die Schweiz und der Staat X einen Vertrag abschließen, wo sie sich gegenseitig versprechen, hey, wenn ein Urteil von dir kommt, wir tun das anerkennen. Ganz, ganz selten gibt es international die Möglichkeit, dass man ein Gericht installiert, das auch Sanktionen kann verhängen kann. Das ist zum Beispiel im Rahmen von der WTO, von der Welthandelsorganisation, so, wo die Staaten sich verpflichtet haben, Freihandel zuzulassen. Wenn sich jetzt aber ein Staat nicht an Freihandel hält, kann das Gericht die anderen Staaten von dieser Verpflichtung befreien. Und was natürlich international immer gilt, es gilt auch das Hausrecht, also das Recht des Stärkeren. Da haben wir insbesondere Gross- oder Supermächte, die einfach sagen, wir wollen. Das haben zum Beispiel die Banken in der Schweiz erlebt mit den USA. Die USA ist derart wichtig, wenn die wollen, dann können sie es einfach auch international durchsetzen. Als kleine Klammer, wenn es Gewalt beinhaltet, also dass man mit Militär in einen anderen Staat geht, zum Regeln durchsetzen, dann braucht es Bewilligung vom Untersicherheitsrat. Jetzt, es gibt verschiedene Rechtsgebiete, wo wir das internationale Problem haben. Ich gehe ganz kurz auf drei von diesen Rechtsgebieten ein. Da ist das sogenannte Privatrecht. Was es ist, kommen wir gerade dazu. Das Strafrecht und das Verwaltungsrecht. Das Privatrecht, das darf, kennt eigentlich jeder. Das ist, wie gehe ich im allgemeinen Verkehr mit Gleichgestellten um. Also Private gegenüber Private. Klassisch Kaufvertrag, Garantiesachen, aber auch Familienangelegenheiten, also Heiraten, Unterhalt, Kinder, wenn sind sie volljährig etc. Als hypothetisches Beispiel, wenn wir einen Schweizer haben, 18 Jahre alt, ist in der Schweiz volljährig. Wenn er jetzt über das Internet in einem anderen Staat etwas postet, Beispiel Puerto Rico, habe ich einfach rausgesucht, weil in Puerto Rico ist man mit 21 volljährig. Ist jetzt der Kaufvertrag gültig oder nicht gültig? Das ist eine Frage vom internationalen Privatrecht. Wenn dann die Drohne kaputt ist und abstürzt und noch Schäden verursacht, welche Garantieregeln gelten? Haftet irgendjemand für die Drohne, dass sie richtig gebaut ist oder nicht richtig gebaut ist? Und im Privatrecht ist es ein bisschen speziell, dass man eigentlich wählen kann, welches Recht anwendbar ist. Die Frage ist dann, wie genau dass man das abmacht und ob das unter allen Umständen gilt. Aber grundsätzlich, wenn wir einen Vertrag abschließen, können wir sagen, wir wollen bolivianisches Recht anwenden, also nicht Schweizer Recht, auch wenn wir in der Schweiz sind. Und wir können zudem sagen, die staatlichen Gerichte interessieren uns nicht, sondern das soll ein privates Schiedsgericht entscheiden, im Zweifel. Zum Beispiel Schiedsgericht, kennt ihr sicher auch jetzt in letzter Zeit die Entscheidungen vom Internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne. Das ist ein privates Schiedsgericht, wo also die Sportverbände sich darauf geeinigt haben, die staatlichen Gerichte sollen gar nicht entscheiden, sondern es ist der spezielle Gerichtshof. Anderer Fall vom Privatrecht, den man auch relativ häufig hat, es werden irgendwelche intime Fotos in einer Zeitung veröffentlicht. Die Zeitung ist in einem Land, die Fotos sind in einem anderen Land aufgenommen worden. Und der Computer, der das Archiv von dieser Zeitung ist, ist nochmal in einem anderen Land. Es wird relativ kompliziert, sich dann dort durchzusetzen und zu schauen, welche Regeln gelten, wo und wie kann man das sich zum Recht verhelfen. Und schließlich habe ich gesagt, Familiensachen gehören auch zum Privatrecht. Wenn jetzt zwei Personen in der Ferien
in einem Land Tee heiraten, nach den dortigen Gebrüchen, sind die in der Schweiz auch verheiratet? Oder müssen sie hier irgendwie nochmal heiraten? Speziell interessant, natürlich jetzt im Zusammenhang mit gleichgeschlechtlichen Heiraten. Grundsätzlich, weil die Heiraten sehr ein altes Institut ist, sind die meisten Länder relativ grosszügig mit Anerkennen von Heiraten in anderen Ländern. Aber bei gleichgeschlechtlichen Heiraten ist es eben schon wieder ein bisschen heikel. Und in der Schweiz, wenn ihr das verfolgt habt, die Frage von der Leihmutterschaft, wenn jetzt hier zwei Partnerinnen irgendwo ein Kind austragen, wer sind die Eltern von einem Kind? Sind es die zwei Partnerinnen oder ist die Leihmutter in Tat und Wahrheit die Mutter von dem Kind? Und noch ein letztes Beispiel, die ganzen Erbschaftsangelegenheiten. Ich habe jetzt hier eine Kombination gemacht, ein Italiener wohnt in der Schweiz, ist aber gerade in Marokko in der Ferien und stirbt. Hat noch eine Liegenschaft in Polen. Welches Erbrecht findet Anwendung? Gut, es gibt Länder, die gehen nach dem letzten Wohnsitz, das wäre die Schweiz. Es gibt Länder, die gehen nach der Staatsangehörigkeit, das wäre jetzt hier Italien. Es gibt Länder, die gehen nach der Religion. Das kann grosse Probleme bereiten. Ich habe gesagt, das ist die Frage vom internationalen Privatrecht, die hier interessant ist. In der Schweiz ist es das IPRG, das entsprechende Gesetz. Grundsätzlich, solange wir in den üblichen Rechtsräumen uns bewegen, also in den üblichen Staaten, wird sehr viel gegenseitig anerkannt. Es gibt ein grosses Übereinkommen, vor allem in Europa, das war das Lugano-Übereinkommen, wo sich die Staaten verpflichtet haben, gegenseitig Urteile anerkennen. Also wenn ich eine Firma in Deutschland verklage, aus der Schweiz aus, und das Schweizer Gericht urteilt, ich habe etwas zu gut von dieser Firma, dann kann ich nach Deutschland gehen mit diesem Urteil und sagen, das ist zwar jetzt ein Schweizer Urteil, aber bitte, das soll jetzt ausgeführt werden, auch wenn es in Deutschland ist. Und dann gibt es eine ganze Latte von Hager-Übereinkommen, wo Kindesunterhalt, Rechtshilfe, also wie wird zugestellt und so weiter, wo das definiert wird. Das andere Gebiet ist Strafrecht. Als Beispiel, eine Person in der Schweiz äußert sich abfällig über den Staatschef von einem Staat N. Das ist dort eine Straftat. Hat sich F jetzt in der Schweiz strafbar gemacht oder nicht? Grundsätzlich gehen wir vom Territorialitätsprinzip aus. Das heisst, es gilt nur das, was jetzt in der Schweiz ist, wenn er sich in der Schweiz aufhaltet. Wir tun das Prinzip aber durchbrechen, auch im Strafrecht. Wenn jetzt jemand aus der Schweiz in die Sexferien ins Land T geht und dort jemand vergewaltigt, dann sagt die Schweiz für sich, das ist etwas derart Schwerwiegendes, wenn die Person wieder in die Schweiz zurückkommt, tun wir sie trotzdem hier auch bestrafen, wenn das im Land T nicht gemacht wird. Und auch bei den Strafsachen hat man verschiedentlich internationale Beziehungen. Also wenn jetzt einer in der Schweiz einbricht, das Collier, das er stellt, beim Hehler in Frankreich abladet, dort wird es verkauft und am Schluss ist der Kaufpreis wieder auf dem Schweizer Konto, muss man das auseinanderbeineln, wer ist jetzt eigentlich für was zuständig. Die Person, der das Collier gestohlen worden ist, die hätte wahrscheinlich gerne das Geld vom Schweizer Konto bekommen. Aber ist das direkt möglich? Bei der internationalen Zusammenarbeit im Strafrecht haben wir in der Schweiz ein eigenes Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.
An einem Chaos-Event muss ich natürlich erwähnen, die Cybercrime Convention, wo sich die Staaten verpflichtet haben, im Rahmen von E-Delikt zusammenzuarbeiten. Die, die ein Nachrichten verfolgen, auch in den USA jetzt der Cloud Act, wo die USA eben einseitig beschlossen haben, wenn wir ein Strafverfahren führen und wenn die E-Mail von jemandem anschauen, dann ist es scheißegal, wo in der Welt die Server stehen. Google muss die einfach rausrücken. Die USA können das machen, die haben die entsprechende Macht, eben Faustrecht. Und dann gibt es speziell in Europa Europaratsübereinkommen über die Rechtshilfe. Rechtshilfe heisst Zeugenbefragungen im Ausland, Geldbeschlagnahmen im Ausland und speziell im Strafrecht natürlich das Auslieferungsübereinkommen. Also wenn jemand verurteilt worden ist und dann nach Deutschland flieht, dann gibt es eine Regelung, dass Deutschland den verhaftet und wieder zurückbringt. Jetzt zur DSGVO im Speziellen. Ja? Deutschland hat jetzt ja das Gefährderprinzip eingeführt für Züge. Dass Züge auch mit Hausdurchsuchungen und so belästigt werden können. Kann man sich denn da dagegen wehren? Aber wenn man in Deutschland keine Rechtsmittel gegen kann einlegen kann, weil Züge kein Recht haben in Deutschland jetzt. Also du meinst, dass in der Schweiz kann man Züge durchsuchen, oder wie? Oder durchsuchen lassen von den Schweizer. Also, da müssen wir dann im Einzelnen anschauen. Die Zusammenarbeit im Strafrecht ist ein bisschen komplizierter als im Privatrecht. Im Privatrecht wird es einfach gegenseitig anerkannt. Wenn du mit dem Urteil kommst, wird das im Ausnahme vorbehalten, wird das einfach anerkannt. Die Zusammenarbeit im Strafrecht, die ist ein bisschen spezieller. Es kann nicht einfach die deutsche Polizei in die Schweiz kommen. Sondern in der Schweiz tut nur die Schweizer Polizei handeln. Genau, und dann gibt es ausgefeilte Regeln, wie entschieden wird, was jetzt möglich ist oder nicht. Aber das würde jetzt meine halbe Stunde sprengen, wir können das gerne anschauen. Aber es ist nicht so, dass Deutschland einfach irgendetwas kann, bei Gefördern entscheiden kann und das in der Schweiz gemacht wird. Das ist nicht so. Wie ist das? Also das Thema Vergewaltigung, das du vorhin gebracht hast. Weil ich zufälligerweise, dass da in Schweden und sogar schon in Deutschland Sachen als Vergewaltigung angeschaut werden, was in der Schweiz von einem Gericht nicht durchkommen würde. Spielt das jetzt irgendwie eine Rolle, wenn jetzt irgendwie das spielt eine Rolle. Also einer von den Grundsätzen bei der internationalen Strafrechtszusammenarbeit ist die doppelte Strafbarkeit. Das ist einmal so ein Grundsatz, der gilt in diesen Abmachungen. Das heisst, man hilft sich zwischen den Staaten nur, wenn das Verhalten in beiden Staaten strafbar wäre. Also wenn jetzt ein ausländischer Staat auf einmal die Definition von Vergewaltigung wahnsinnig breit würde machen und die Schweiz bleibt bei ihrer bisherigen Definition, dann hängt es nicht vom Wort ab, dass die Zusammenarbeit geht, sondern es wird nur Rechtshilfe geleistet, wenn tatsächlich das Verhalten, das vorgeworfen wird, in beiden Staaten strafbar wäre. Also man lässt sich da nicht auf Wortdefinitionen raus und sagt, okay, du behauptest, es sei eine Vergewaltigung, ich weiss zwar nicht genau, was du darunter verstehst, aber ich mache mal mit, sondern es wird dann das Verhalten konkret angeschaut. Gut, jetzt für die DSGVO. Ich habe gesagt, die gilt in der Schweiz nicht. Das ist richtig. Wir haben keine Verpflichtung, die DSGVO in der Schweiz anzuwenden. Das heisst, der Schweizer Staat interessiert sich mal grundsätzlich dafür nicht. Trotzdem steht in der DSGVO unter gewissen Bedingungen, müssen sich auch die nicht in der EU oder im EWR-Raum sind, daran halten. Jetzt ist die Frage, wie können sie das durchsetzen? Die Bedingungen,
was die DSGVO vorschreibt, sagt, wenn ich als ausländische Firma eine Niederlassung im Geltungsbereich habe, also EU, EWR, muss ich mich mit dieser Niederlassung an die DSGVO halten. Das ist relativ einfach durchsetzbar, weil man hat Leute dort, man hat Geld dort. Dort könnte also der andere Staat darauf zugreifen. Zusätzlich sagt die DSGVO aber auch, wenn ich aus dem EU-Ausland Angebot spezifisch an die Leute mache, an die natürlichen Personen, die in EU-EFTA, EU-EWR leben, muss ich mich in diesem Bereich an die DSGVO halten. Und wenn ich aus dem Ausland das Verhalten von natürlichen Personen im EU-EFTA-Raum, also EU-EWR-Raum, überwachen. Klassisch internetbezogen natürlich. Das macht also jemand, der gar nicht im EU-EWR-Raum ist. Das heisst, EU-EWR kann nicht direkt auf die Person zugreifen. Wenn sich die Person nicht daran hält, ist EU-EWR darauf angewiesen, auf irgendeine zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Und da müssen wir jetzt eben unterscheiden, was ist die Konsequenz. Das, was immer in den Medien kommt mit den hohen Bussen, das wäre klassischerweise im Verwaltungsrecht anzuordnen. Wenn ich von einer Behörde einen Buss bekomme, wenn ich mich an ein Gesetz nicht gehalten habe, das fällt unter Verwaltungsrecht in den meisten Fällen. Für das Verwaltungsrecht haben wir keine internationale Zusammenarbeit. Deswegen, voraussichtlich, behaftet mich bitte nicht drauf, weil es ist noch nicht entschieden, wäre ich so ein Buss, der innerhalb EU-EWR ausgesprochen wird, gegen zum Beispiel eine Schweizer Firma, in der Schweiz nicht vollziehbar. Aber natürlich, wenn die Firma zum Beispiel ein Konto in Deutschland hat, könnte Deutschland das deutsche Konto in Anspruch nehmen. Anders sieht es aus, wenn es ums Individuum geht. Wenn ich als deutscher Bürger finde, ich bin in meinem Recht nach DSGVO verletzt worden und mir ist ein Schaden daraus entstanden, dann kann ich zum Beispiel die Schweizer Firma in Deutschland verklagen. Das deutsche Gericht wendet deutsches Recht, also auch die DSGVO, an. Und am Schluss habe ich ein privatrechtliches Urteil. Mit diesem Urteil kann ich, weil die Schweiz sich schon im Voraus verpflichtet hat, im Lugano-Übereinkommen die Urteile anzuerkennen, kann ich auch in die Schweiz gehen und hier meinen Schadenersatz einfordern. Das sind aber nicht die hohen Bussen, von denen in den Medien immer gesprochen worden ist. Versteht ihr die Unterscheidung? Das, was vom Staat kommt, das wird sehr wahrscheinlich oder wäre sehr wahrscheinlich in der Schweiz gar nicht durchsetzbar. Aber wenn ich als Schweizer Firma ein Konto in Deutschland habe, kann EU-EWR dort darauf zugreifen. Das, was Personen angeht, das endet am Schluss in einem privatrechtlichen Urteil. Und das kann ich auch in der Schweiz durchsetzen. Gut, das war die ultra kurze, halbstündige Herleitung, wieso die DSGVO in der Schweiz zwar nicht gilt, aber beachtet werden sollte. Fragen dazu? Wenn jetzt eine Firma in der EU-Schweiz oder Bus verurteilt wäre und dann ein Vertreter von der Firma auf Deutschland reist für Ferien oder irgendetwas, kann die dort belangt werden? Oder das ist eine Person, ist nicht die Firma. Also, die Buss ist ein verwaltungsrechtlicher Buss gegen die Firma. Ja. Das hat nichts mit den Personen zu tun. Okay.
Also der Vertreter wird deswegen nicht belangt. Das ist mit dem Geschäftsführer nur umsetzen. Also grundsätzlich auch der Geschäftsführer, der Besitzer. Sagen wir es so. Aber ich. Damit es auch auf der Aufnahme drauf ist, kann es doch rechtsverbindliche Auskunft geben. Also, falls sich das in Zukunft anders entwickelt oder anders entschieden werden sollte, behaftet mich nicht drauf. Aber grundsätzlich wird genau unterschieden zwischen der sogenannten juristischen Person, das wäre die Gesellschaft, die Firma, und der natürlichen Person, das wäre der Homo sapiens. Und selbst wenn ein AG nur ein Aktionär hat, sind das juristisch gesehen zwei unterschiedliche Personen. Wenn allerdings der Geschäftsführer sich selber strafbar gemacht hat, dann würde er auch persönlich belangt werden. Sonstige Fragen? Mit dem Cloud Act, wo die USA sagt, der gilt überall, und DSGVO, wo die EU sagt, gilt auch fast überall. Wenn jetzt quasi Google da etwas rausrücken müsste in die USA und die EU sagt, nein, das darfst du nicht, kann Google sagen, jetzt einigt ihr euch und sagt, was das Ergebnis ist, oder muss der quasi den widersprüchlichen Regeln von beiden Sachen befolgen? Eigentlich müsste die widersprüchlichen Regeln von beiden Sachen befolgen. Also wenn ich sage, eben so ein Staat jetzt wie die USA mit dem Cloud Act, der sagt, das gilt extraterritorial, das ist grundsätzlich nicht gern gesehen, zwischenstaatlich. Weil die USA verletzt natürlich die staatliche Hoheit, zum Beispiel von Irland, wo jetzt viele Rechenzentren stehen. Also das stört ein bisschen die internationale die Staatengemeinschaft. Die USA können das machen, weil sie einfach den Bulldozer rausholen. Und sie haben die Macht, weil vor allem Internetfirmen natürlich auf die USA angewiesen sind, das durchzusetzen. Genauso die internationalen Sanktionen, jetzt zum Beispiel wieder Thema Iran, oder? Die USA können sagen, es darf niemand mit Iran geschäften. Auch wenn das noch US-Sanktionen sind. Allein schon mit dem Hebel, den sie haben, dass sie sagen, sonst tun wir jemanden vom Zahlungsverkehr ausschließen in US-Dollar. Da kann sich kaum jemand leisten, aus dem US-Markt ausgeschlossen zu werden. Und deswegen tun sich auch zum Beispiel Banken, die gar keinen US-Bezug haben, einfach schon aus Angst daran halten, keine Iran-Geschäfte zu machen. Das ist das Faustrecht, was da in dem Moment gilt. Es kann sehr schwierig sein, eben wenn man zwei grosse Mächte mit gegenteiligen Aufforderungen hat, eben EU auf der einen Seite und USA auf der anderen. Was dann eingehend diplomatisches Geschick auch von Google zum Beispiel bedarf, dass man sich auf der einen und auf der anderen Seite kann einigen. Sonst Fragen? Ich bin mir nicht sicher, ob du die Frage beantworten willst oder kannst, aber wie denkst du, wie Google in so einer Situation, wie er gesagt hat, reagieren? Was ist so deine Erfahrung, was Google machen würde? Gut, ich wollte nicht sagen, dass ich da die meiste Erfahrung habe, aber es kommt sicher sehr darauf an, um was dass es tatsächlich geht. Der Cloud Act der ist gesetzt, der ist auch in den USA insofern nicht umstritten. Da werden sie sich daran halten müssen. Es gibt jetzt entsprechend auch die Verhandlungen zwischen der EU und den USA Gegenrecht zu leisten. Und es gibt auch innerhalb von der EU ja Fragen, wie kann
der eine EU-Staat auf Daten im anderen EU-Staat zugreifen. Auch das ist im Moment in Verhandlungen. Und wenn man sich vorstellt, dass das alles sehr einfach gehen soll, stellen sich erhebliche Datenschutz- und Privacy-Probleme. Aber ich habe hier, wie Google sich verhalten wird, kann ich sowieso keine Antwort geben. Das muss man dann im Einzelfall schauen. Okay? Dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag.